Funktionalität, Geschwindigkeit und Energieeffizienz. Das sind die maßgeblichen Treiber der Technologieentwicklung. Und das ist auch das Motto der diesjährigen FED-Konferenz und damit ein herzliches Willkommen hier in der schönen Stadt Würzburg. Die Stadt am Main in Nordfranken ist ein wichtiges Zentrum in der Medizin und der Spitzentechnologie. Die hier ansässige Julius-Maximilians-Universität ist mit ihren fachübergreifenden Forschungszentren eine der erfolgreichsten Hochschulen Deutschlands. Hier am Mainufer treffen sich vom 15. bis 17. September des Jahres Fachleute, Experten und Kenner der Branche zu dem so wichtigen Austausch von Fachwissen. Und die Stadt Würzburg zeigt sich von ihrer besten Seite. Bereits zum dritten Mal veranstaltete der Berliner Fachverband einen die Konferenz begleitenden Schülertag. Im nahegelegenen Friedrich-König-Gymnasium hatte der FED für die Schülerinnen und Schüler in diesem Jahr einen ganz besonderen Programmpunkt vorbereitet. Um den potenziellen Nachwuchs für Berufe in der Elektronikbranche zu begeistern, hatte der FED den deutschen Meister und Teilnehmer am Viertelfinale der Roboter-Fußball-Weltmeisterschaft eingeladen. Die sechs Jungs vom Johannes-Kepler-Gymnasium in Weil der Stadt begeisterten ihre Schulkollegen hier in Würzburg mit zwei mitgebrachten Fußballrobotern. Für uns als FED denke ich, dass das ein riesiger Erfolg war dieses Jahr. Wir hatten im Friedrich-König-Gymnasium die Möglichkeit, uns vor über 100 Schülern zu präsentieren. Es war die Altersstufe zwischen der 5. bis zur 11. Klasse vertreten, angefangen von einer Robotikgruppe über Schüler, die aus dem naturwissenschaftlichen Bereich sich stärker eingebunden fühlen. Und wir haben dort wirklich erfolgreich diesmal uns präsentieren können und die Elektronik. Durch den gravierenden Fachkräftemangel in der Elektronikbranche ist eine gezielte Nachwuchsarbeit und Förderung in den Unternehmen zu einer wichtigen Aufgabe geworden. Auch der Berliner Fachverband stellt sich dieser Verantwortung und der FED-Schülertag ist somit ein wichtiger Baustein in der Nachwuchsarbeit.